Liebe Küchenfreunde, mein Name ist Wolfgang Cornelius, ich bin unabhängiger Küchenplaner. Unser Thema heute: Sitzmöglichkeiten an der Kücheninsel. Unabhängiger Küchenplaner, was heißt denn das? Das heißt, ich unterstütze euch unabhängig beim Küchenkauf. Gerne mache ich auch für euch eine Planung, schreibt mich an. Bei sehr vielen Küchenplanungen zurzeit steht die Insel hoch im Kurs. Und das aus gutem Grunde, aus optischen und praktischen Gründen. Praktische Gründe meistens, weil es zusätzliche Arbeitsfläche schafft und in Verbindung mit einem Kochfeld schafft es so eine Lagerfeueratmosphäre, um die herum man sich gerne versammelt. Optisch unterstreicht es den Wohncharakter der Küche, der ja meistens gefordert wird. Und eine Sitzmöglichkeit an der Insel schafft den fließenden Übergang zum Wohnbereich. Ich möchte die Sitzmöglichkeiten in drei verschiedene Gruppen unterteilen. Und zwar nach der Höhe der Sitzfläche im Verhältnis zur Höhe der Arbeitsfläche. Also einmal die tiefergelegte zur Arbeitsplatte, der tiefergelegte Tisch. Zweitens auf der gleichen Höhe wie die Arbeitsplatte. Und drittens die etwas höher gelegene Theke. Der Tisch schließt schon direkt an die Insel an, hat aber nur normale Tischhöhe. Circa 72, 75 cm. Witzige Variante, optisch ein Hingucker, richtig eingearbeitet in die Insel. Zur zweiten Gruppe, Arbeitsplattenhöhe gleich Tischhöhe. Ist schon sehr praktisch, hat den Vorteil, dass es keine klare Trennung gibt, also auch nichts, wo man gegenstößt oder wo was runterfällt. Und je nach Bedarf habe ich einen etwas größeren Tisch oder eine etwas größere Arbeitsfläche. So, und nun gibt es zwei Möglichkeiten, um mit der eigentlich ja zu hohen Tischfläche umzugehen. Die erste Variante sind die Barhocker. Ich sage mal ganz vorsichtig, kein Platz zum Rumlümmeln, weder Kinder- noch seniorenfreundlich. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe eines Podestes auf dem Boden zur normalen Sitzhöhe zu kommen. Auf dem Foto ein sehr schön gelungenes Beispiel. Zur dritten Gruppe gibt es ja zunächst mal die aufgesetzte Theke. Vor ein paar Jahren total angesagt, mittlerweile sehr oldschool und auch nur benutzbar mit echten Barhockern. Bequem ausprobiert. Schicker und praktischer zurzeit ist einfach ein dickes Holzbrett, was einfach auf der Arbeitsplatte drauf liegt. Oder auch etwas weiter übersteht und gestützt wird von einer Wanne aus dem gleichen Material. Das waren jetzt 8 Varianten an einer Kücheninsel zu sitzen. So, und das war's mal wieder. Und weil es zu Küchenthemen immer unterschiedliche Meinungen gibt, freue ich mich auf eure Kommentare, Verbesserungsvorschläge und Kritik. Wolfgang Cornelius, euer unabhängiger Küchenplaner.